Obwohl ein Garnelenaquarium eigentlich recht einfach zu pflegen ist, solltest du diese Gefahren für deine Lieblinge kennen. Mit den Tipps, die wir dir in diesem Video geben, wird es am Ende für dich ganz einfach sein, unnötige Fehler von vornherein auszuschließen. Hey Leute, ich bin's Benny von Aquaporist, eurem Online-Shop für natürliche und einfache Aquaristik. Und wenn ihr euch Garnelen zulegen wollt oder schon welche habt, dann hoffe ich, dass dieses Video euch rechtzeitig erreicht, denn man sollte sich so früh wie möglich Gedanken machen. Das ist auch schon die erste Gefahrenquelle, nämlich ihr selbst. Wenn ihr euch nicht rechtzeitig Gedanken gemacht habt, wenn ihr nur schöne Bilder gesehen habt und gesagt habt, ja, das Tier will ich, dann ist das die größte Gefahr, die sich im Prinzip auf alle weiteren Punkte auswirkt, denn man sollte sich natürlich vor dem Kauf, egal von welchem Haustier, auch bei Garnelen, erst einmal informieren, was sind eigentlich die Lebensansprüche, die Haltungsbedingungen von dieser Tierart. Da gibt es ja jede Menge Faktoren, die man sich vorher schon ausmalen muss. Was bin ich bereit? Was kann ich dem Tier bieten? Also an Haltungsanforderungen. Wie viel Aufwand kann und will ich betreiben? Wie viel Zeit habe ich, um eventuell komplizierte Wasserwerte extra zu punchen? Oder muss ich mit dem Leitungswasser leben? Kosten ist vielleicht auch noch ein Ding. Manche Sachen, wenn ich jetzt hohen Stromverbrauch habe für hohe Temperatur, habe ich auch höhere laufende Kosten. Vielleicht brauchen die auch ein größeres Aquarium, dann habe ich höhere Anschaffungskosten. Vielleicht sind es besonders seltene, teure, was auch immer, Spezialzüchtungstiere, die eben, wo die Tiere schon besonders teuer sind. Solche Sachen kann man natürlich auch im Kopf haben. Wichtiger ist aber noch langfristig, dass es den Tieren gut geht. Den Tieren ist ja egal, wie teuer sie sind. Ob jetzt, wie gesagt, die Parameter, Wasserparameter, Temperatur, Vermehrung, alles sowas richtig ist. Viele sagen dann ja, oh, ich habe Angst, dass sich die Tiere vermehren. Da gibt es ja verschiedene Fortpflanzungstypen. Die sagen, ich möchte nicht, dass sie sich vermehren, wählt man den Fortpflanzungstyp, die eben Salzwasser zur Entwicklung brauchen. Beispielsweise sind natürlich die Amanos, da haben wir schon mal ein eigenes Video zu gemacht, hier unten verlinkt. Gibt es auch mittlerweile in verschiedenen Farben. Aber wenn man Tiere hat, die sich vermehren, muss man natürlich bedenken, dass sie irgendwann vielleicht zu viele werden, dass ich mir wieder Gedanken machen muss, wie kriege ich das Ganze eingegrenzt, gebe ich die ab, brauche ich ein größeres Aquarium und so weiter und so fort. Und alle weiteren Punkte, die wir uns in diesem Video anschauen werden, hängen natürlich von der ersten Entscheidung, nämlich welche Art ich auswähle, ab. Denn jede Art ist unterschiedlich empfindlich, hat unterschiedliche Anforderungen. Und beispielsweise nehmen wir direkt den nächsten Punkt, die Wasserwerte. Das ist ja auch quasi die nächstgrößere Gefahr, dass ich mir eine Art aussuche, die gar nicht zu den Wasserwerten passt, die ich entweder nutzen möchte, weil ich Leitungswasser habe und, wie schon gesagt, vielleicht nicht den Aufwand betreiben will, das irgendwie zu verändern. Dann muss ich natürlich eine Art auswählen, die auch zu diesem Leitungswasser passt. Oder ich wähle das ganz bewusst. Ich habe eine Tierart, die ich besonders schön finde und möchte jetzt die Wasserwerte anpassen. Gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, Osmosewasser aufzusalzen. Haben wir auch selbst schon im Shop verschiedene Salze für Neocaridina, für Caridina, für Sulawesi-Spezialisten. Also da gibt es alles Mögliche und man kann auch mittlerweile einzelne Salze quasi kaufen, um sich sein Lieblingswasser angepasst an die Garnele zurechtzumischen. Und dann hat man das ja, 100%ige Wasser, was man sich vorher ausgedacht hat, was hoffentlich genau dieser Garnele zuträglich ist. Es verursacht natürlich zusätzlichen Aufwand, der dann wieder dazu führen kann, dass man den Wasserwechsel vernachlässigt, dass man vielleicht gar nicht merkt, dass sich die Wasserwerte verändern, weil man hat ja einmal dieses schöne Wasser angemischt und kontrolliert dann gar nicht im Laufe der Zeit. Je mehr man füttert, verändern sich natürlich die Wasserwerte, dass man das dann nicht mehr im Blick hat und irgendwann feststellt, die Garnelen vermehren sich nicht mehr, die Jungtiere wachsen nicht mehr auf, irgendwie sehen die nicht so aus, als wären die glücklich. Ja, dann hat man vielleicht diesen Punkt ein bisschen aus dem Blick verloren. Da muss man schauen, dass jede Art unterschiedliche ja, Wohlfühlwasserwerte hat. Beispielsweise Hochzuchtbienengarnelen sind viel anspruchsvoller, brauchen weiches Wasser, irgendwo einen Leitwert zwischen, na, ich sag mal, 200 und 400, wenn man gutmütig ist. Da wird das schon funktionieren, dass die Tiere sich wohlfühlen. Gibt es auch extra Soil und wie gesagt Wasser. Aufbereiter, Salze, dass man genau dieses Wasser passend für die herstellen kann. Auf der anderen Seite gibt es beispielsweise wieder Amano-Garnelen oder Neocaridina-Garnelen, denen die Wasserwerte in Anführungszeichen egal sind. Also die haben eine riesen Varianz, ich sag mal von einem Leitwert von 100 bis 1000, irgendwo dazwischen, fühlen die sich wohl. An den Rändern, ja, also sowohl am unteren als auch am oberen Rand, werden sie sich wahrscheinlich nicht so stark vermehren. Auch der pH-Wert sollte nicht zu gering sein, während Bienengarnelen ruhig mal einen pH-Wert von unter 6, ja, irgendwie so 5,5, 6, ist kein Problem. Da machen die Neocaridina zum Beispiel Schluss, also die leben dann zwar noch, aber vermehren sich nicht weiter. Deswegen muss man da auch wieder schauen, was habe ich vor. Und ich würde sagen, Leitungswasser, ja, quer in Deutschland sind zu 95, 99% der Fälle. Die Neocaridina kommen damit klar, Amano-Garnelen kommen damit klar, Bienengarnelen, ja, vielleicht eher andersrum, dass so in 10% der Fälle das Leitungswasser für die überhaupt
passend ist. Ja, da muss man sich also schon vorher wiederum Gedanken machen. Das Gemeine ist jetzt, dass gerade die Tiere, die man sich nach Optik ausgesucht hat, also Hochzuchtbienengarnelen, vielleicht irgendwelche speziellen Sulawesi-Garnelen aus den alten Seen, dass gerade die meistens die speziellen Wasserwerte wollen und man da dann, ja, wenn man nicht aufgepasst hat, sich vielleicht was zulegt, was dann doch empfindlicher ist. Und auch gerade die neigen dann wieder dazu, noch andere Wasserparameter, die man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat, beispielsweise Silikate, ist wieder für Bienengarnelen ein größeres Problem als für Neocaridina zum Beispiel. Ja, da hat man noch weitere Wasserparameter, die man jetzt nicht üblicherweise auf dem Schirm hat, die aber dazu führen können, dass sich die Garnelen entweder nicht so doll wohlfühlen oder wiederum nicht weiter vermehren. Also wenn da irgendwie die Vermehrung eingestellt wird und man feststellt, dass die Jungtiere nicht aufwachsen, dann ist auch wieder ein Punkt, Wasserwerte anschauen, wahrscheinlich gibt es da irgendwas, was nicht so ganz optimal ist. Jetzt haben wir aber schon festgestellt, es gibt welche, die sind super spezialisiert und welche, die sind weiter gefasst. Also die Neocaridina, hatte ich ja gesagt, haben einen riesen Bereich. Die anderen, also zum Beispiel Bienengarnelen oder jetzt Sulawesi-Garnelen im weiteren Sinne, die sind ja relativ spezifisch auf einen gewissen Leitwertbereich festgelegt. Jetzt könnte ich ja auf die Idee kommen, naja, Moment, die Neocaridina, denen gefällt das ja auch, kann ich die ja alle zusammenhalten. Dann sind wir dann schon beim nächsten Punkt. Nächste Gefahr ist die Vergesellschaftung. In dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, da funktioniert das. Also das sind ja friedliche Garnelen, die kann man zusammensetzen. Die fressen sich jetzt nicht gegenseitig auf oder so. Die leben gemütlich vor sich hin. Da ist nur eine, ja, ein bisschen verkannte Gefahr, dass sich natürlich die unterschiedlichen Garnelen ein bisschen auskonkurrieren können. Das heißt, je nach Wasserwert wird es der einen Garnele ein bisschen besser gefallen als der anderen. Es kann natürlich auch futterabhängig sein oder was auch immer. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, was die Verstecke angeht, was die präferierten Nischen von diesen Arten eben angeht. Dass sich die eine Art immer schneller vermehren wird als die andere. Und wenn man dann nicht so ein bisschen gegensteuert, dann wird es langfristig dazu führen, dass natürlich die eine Art ja, dominanter wird. Also man sieht dann nur noch die andere wird immer weniger, wird irgendwann auskonkurriert, sagt man so schön. Das heißt, die verschwindet irgendwann einfach, weil die anderen so viel werden, dass die ja, nicht mehr hinterherkommen. Das kann passieren, muss nicht, aber wenn man sowas vorhat, verschiedene Garnelenarten zu Vergesellschaften, da muss man jetzt immer so ein bisschen im Blick haben, dass es nicht sehr einseitig wird, irgendwann nach der x-ten Generation. Außerdem, Vergesellschaftung hatte ich ja gerade schon gesagt, wenn man jetzt meint, kleine friedliche Zwerggarnelen mit irgendwas Aggressiverem zu vergesellschaften, sei es Fische, die natürlich direkt auffressen, gibt es, sei es andere Langarmgarnelen beispielsweise oder Krebse, gibt es alles größere Varianten von, die gerne auch mal eine Garnele einfach auffressen. Da ist relativ schnell klar, dass das eine Gefahr für die Garnele ist, also direkt ne, aufgefressen weg ist sie. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass ich sage, ich weiß, die Tiere, die werden sich irgendwie arrangieren. Also da werden zwar so ein paar Babygarnelen weggefressen, aber mit den ganzen Verstecken, das ist kein Problem. Die Population bleibt schon irgendwie konstant. Das geht mit erstaunlich vielen Fischen, dass die adulten Garnelen, Zwerggarnelen, nicht gefressen werden. Und die Babys, ja, da wird mal hier und da was weggefressen. Da ist es dann so, dass häufig die besonders farbigen Tiere gefressen werden und die, die nicht so schön sind, die bleiben da. Das ist die nächste Gefahr, also wir sind bei Nummer 4. Die vierte Gefahr ist Verlust von Farbe. In dem genannten Beispiel ist das ja aktive Selektion, das heißt der Fisch frisst immer die, die am besten gefärbt ist und am Ende habe ich nur noch die, ja, die gut an den Untergrund angepasst sind. Also natürlich sind grün, braun, Schlammfarben, irgendwie so, je nachdem wie euer Aquarium eingerichtet ist, dass sich die Babygarnelen natürlich besser verstecken können vor den Fischen, wenn sie dem Untergrund irgendwie angepasst sind. Ist klar, also werden die besonders bunten Farben rausselektiert, weil die Fische es auffressen. Also unabhängig davon, ob man jetzt Garnelen und Fische zusammenhält, es kann ja auch sein, dass einem die Farbe egal ist, dann ne, tut denen das ja nicht weh. Transparente Garnelen oder schlammfarbene Garnelen sind genauso lebensfroh und glücklich in ihrem Becken wie jetzt irgendwie bunte. Wenn aber das Ziel ist, dass ich besonders bunte Garnelen habe, Originalfarben, ja, immer die gleichen, nach zig Generationen immer die gleichen Farben, so wie ich sie gekauft habe, dann ist es besonders für Anfänger gefährlich, verschiedene Garnelenstämme zusammenzusetzen. Neocaridina, die vertragen sich doch. Ja, die vertragen sich sogar so gut, dass sie sich dann alle kreuzen und man nicht mehr die Farben hat, die man am Anfang gekauft hat. Ja, kann man jetzt natürlich schon Pech haben, wenn man Garnelen kauft, die gar nicht erbfest sind, farbfest sind, dass sich da auch im Laufe der Zeit die Farbe verliert. Aber häufig ist es ja doch so, wenn man die von einem ja, bekannten Züchter kauft, dass ich weiß, okay, dieser Stamm sollte auch über die Generationen die Farbe so behalten, wie ich sie gekauft habe. Das bedeutet dann aber auch für mich, wenn ich jetzt was anderes dazusetze, eine andere Farbe, und die kreuzen sich,
ja, dann ist ganz klar, dass die Ursprungsfarbe nicht mehr erhalten wird. Wenn ich also irgendwelche Mixgarnelen nehme, die sind auch schön, da kriege ich auch individuelle Muster, aber es ist eben nicht mehr die Farbe, wie ich sie ursprünglich hatte. Da muss man sich wiederum im Klaren sein, was will ich. Es ist überhaupt nicht schlimm für die Garnele, irgendwelche lustigen Muster zu haben. Es kann auch für den Halter besonders ansprechend sein, da irgendwie die Garnelen individuell benennen zu können. Aber es kann eben passieren, dass dann nach vielen Generationen die Anzahl der, ich sag mal, farblosen, schlammfarbenen, naturfarbenen einfach zunimmt. Also der Anteil wird immer größer und die besonders schönen buntfarbigen, das wird tendenziell eher weniger. Und dann kann man ja frustriert sein, also dass hier und da sich dann doch mal auch Kunden zum Beispiel bei uns melden und sagen, irgendwie habe ich nur noch so farblose, kann ich da nicht noch ein paar bunte dazusetzen? Kann man alles machen, wird aber langfristig natürlich wieder dazu führen, dass ja, der Mix irgendwie Richtung farblos, matschfarben, grün, naturfarben wird. Also was kann ich da machen? Naja, man muss sich einfach wieder im Klaren sein, was will ich? Entweder ich setze nur einen Farbstamm ein, dann ist es klar, der wird über die Generationen im Becken weiter die Farbe behalten. Oder ich sage, okay, es gibt da eventuell doch noch Ausnahmen, dass gerade bei Neocaridina, da haben wir auch schon eigene Videos zu gemacht, die Bloody Mary und die Blue Dream Garnelen aus der gleichen Garnele, nämlich der Schoko Garnele, gezüchtet wurden und man diese drei im Prinzip vergesellschaften kann, ohne dass besonders viele Naturfarben dabei rauskommen. Also wird da auch wieder rot, blau, braun bei rauskommen, irgendwie so in der Richtung. Da gibt es, das sind Spezialfälle, da kann man also, muss man auch wieder vorher sagen, informiert euch, wenn ihr sowas extra machen wollt. Aber die andere Alternative ist ja, dass ihr sagt, ist mir egal. Die können ruhig sich wild kreuzen und mixen. Da dürfen ruhig individuelle rauskommen und auch farblose. Farblos, ja, da kann man natürlich auch nachhelfen. Das ist der schlechteste Übergang ever. Bleiche, nein, Spaß. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was jetzt der beste Übergang wäre, um zu den Chemikalien zu kommen. Denn das ist der nächste Punkt, die fünfte Gefahr, Chemikalien. Und da muss man sich einfach nur klar machen, dass Garnelen andere Chemikalien vertragen oder auch eben nicht vertragen, als das bei Fischen der Fall ist. Man denkt immer in der Aquaristik, ja wunderbar, ich weiß doch Bescheid, ich kann mit Chemikalie XY arbeiten, da kommen die Fische mit klar. Aber insbesondere Kupferpräparate, was Medikamente für Fische relativ oft enthält, da sind die Garnelen, je nachdem welches Präparat das jetzt ist, mehr oder weniger anfällig. Auch wieder abhängig von der Art kann es sein, dass eben die Garnele X besonders schnell beeinträchtigt wird und die andere Art nicht. Das kommt dann immer darauf an, was ist es jetzt? Wie gesagt, Kupfer ist ganz prominent, gerade weil es eben in den Fischmedikamenten vorkommt. Dann ist der nächste größere Punkt Pflanzen. Wenn ich sie frisch kaufe oder eben ein neues Becken einrichte und mir da Pflanzen für besorge, insbesondere Pflanzen, die importiert werden, die müssen mit Pestiziden behandelt werden, um sicherzustellen, dass eben keine Seuchen weltweit verschleppt werden. Aber genau diese Chemikalien sind auch wieder tödlich für Wirbellose, insbesondere Garnelen. Und es gibt noch jede Menge andere Beispiele, diese Liste, ich meine, überlegt euch mal, wie viele Chemikalien es gibt. Und da muss man sich eigentlich immer nur klar machen, Garnelen funktionieren anders als Fische. Es gibt genau andersrum auch Bedingungen, mit denen Garnelen klarkommen und Fische nicht. So ist das eben bei jeder Garnelenart auch wieder ein bisschen verschieden. Wieder Punkt 1, informiert euch ganz genau, was jetzt eure Garnelenart verträgt und was eben nicht. Da müsst ihr eben den ein oder anderen Reiniger mal weglassen. Ist man vielleicht sowieso bei der Aquaristik nicht so richtig mit aufgehoben. Aber gerade wenn es bei der Vergesellschaftung mit Fischen um Krankheiten geht, dann besonders doll hinschauen. Und das Ganze vergisst man häufig, weil die Fische ja in der Aquaristik immer noch im Vordergrund stehen. Und das ist auch beim nächsten Punkt so. Die sechste Gefahrenquelle, das ist nämlich das Einsetzen. Das wird oft irgendwie vernachlässigt. Man denkt sich, ja, okay, Garnelen müssen eingesetzt werden. Die brauchen je nachdem besonders viel Eingewöhnungszeit. Besonders bei Bienengarnelen kennt man das, dass die schon mal ein bisschen zickiger sind, wenn es um den Wechsel von Wasserwerten geht, teilweise sogar beim Wasserwechsel. Da bin ich jetzt aktuell nicht der Experte für, aber da gibt es zahlreiche auch Videos im Internet oder Erfahrungsberichte, wie man denn jetzt genau diese Garnele einsetzen kann. Und da wird häufig gesagt, die Tröpfchenmethode, weil das bei den Fischen so gut funktioniert, das hat man ja schon seit 100 Jahren so gemacht. Insbesondere auch Kunden von mir, die dann gesagt haben, ich weiß nicht, nach einer Woche sind alle Garnelen irgendwie gestorben, nacheinander, aber ich habe das schon immer so gemacht mit Fischen, die Tröpfchenmethode, wunderbar. Ich kann an dieser Stelle auch insbesondere für Neocaridina von der Tröpfchenmethode abraten. Das heißt, man hat einen Luftschlauch, saugt von dem Becken, wo die Tiere reinkommen sollen, ab und dann kann man entweder mit einem Lufthahn oder auch mit einem Wäscheklammer, was auch immer, den Durchsatz regulieren, sodass am Ende einzelne Tropfen in das Behältnis, Übergangsgefäß quasi, reintropfen.
Und bei jedem Tropfen, der jetzt die Oberfläche berührt, erschrecken sich die Garnelen, schwimmen einmal im Kreis, setzen sich wieder hin. Die Leute meinen es gut, machen das über mehrere Stunden und dann ist vollkommen klar, dass die Garnelen super gestresst sind. Und wenn sie dann eingesetzt werden, dann ist der nächstbeste Krankheitserreger und rafft die Garnele dahin. Das dauert dann meistens noch ein paar Tage, bis die Garnele dann irgendwie infiziert ist und die dann wirklich nach und nach einen Großteil der Garnelen sterben. Das hatten wir vor einigen Jahren, dieses mysteriöse Garnelensterben. Wo wir erstmal dachten, ja, Wasserwerte, es war bei jedem anders. Und am Ende stellte sich heraus, okay, die Leute haben es sehr gut gemeint mit dem Eingewöhnen. Deswegen, wenn ihr unbedingt die Tröpfchenmethode verwenden wollt, dann sorgt dafür, dass der Schlauch unterhalb der Wasseroberfläche ist. Ich weiß, das ist blöd, dann sieht man nämlich nicht, wie viel Wasser tropft da jetzt rein. Aber wenn ihr das bei Neocaridina vermeiden wollt, dann lieber kurz und schmerzlos, vielleicht nur zwei, dreimal ein bisschen einen Schluck Wasser, ein Becherchen dazu. Und dann nach relativ kurzer Zeit die Garnelen eingewöhnen. Gerade die Neocaridina sind viel robuster, als ihr denkt. Da kann man durch das zu gut gemeinte Eingewöhnen mehr kaputt machen, als dass es nachher hilft. Genauso ist es übrigens auch beim Futter. Das ist auch der letzte Punkt, der siebte Punkt in unserer Liste hier. Die siebte Gefahr ist zu viel Futter. Das, was für den Aquarianer selbst, ja, auch ich esse öfter mal zu viel Süßigkeiten, da wird es genauso ergehen, wenn man in meinem Fall jetzt zum Beispiel eine Urlaubsvertretung hat, die dann sagt, oh, die sahen doch so hungrig aus, die waren doch immer am Betteln, die kamen sofort, die Fische, die schwammen schon oben und auch die Garnelen, ach, die sahen alle so aus. Da musste ich doch viel, viel, viel mehr füttern. Ja, zum einen ist es so, dass wenig gefütterte Tiere tendenziell gesünder sind, länger leben und generell vitaler sind. Die sind außerdem mehr darauf angewiesen, das Becken zu putzen, das, was man eigentlich will. Also gerade Manogarnelen, werden häufig eingesetzt, um Algen zu vernichten. Wenn die aber jetzt stark gefüttert werden mit proteinhaltigem Futter, dann werden die Algen nicht anrühren. Da muss man schon für sorgen, dass sie eben das, was für die Garnelen eigentlich gut ist, nämlich die Algen, dann auch fressen. Ja, kennt ihr auch, wenn da nur Salat auf dem Teller ist, dann wird der Salat gegessen. Wenn es daneben aber noch eine Portion Eis und Süßigkeiten gibt, dann überlegt man sich, ob der Salat vielleicht nicht doch für später. Und dann ist man aber schon satt. Ja, so ungefähr geht das den Garnelen auch. Die fressen natürlich das als erstes, was besonders lecker ist, in dem Fall besonders nahrhaft, besonders proteinreich. Und dann kann es dazu führen, dass sie eben das, was eigentlich für sie gut wäre, nicht fressen. Auch so ein bisschen, ich sag mal, minimale Gefahr, aber es kann je nach Garnelenart schon zu größeren Problemen kommen, wenn zu viel proteinreiches Futter gefüttert wird. Also hier wieder Vergleich mit den Süßigkeiten, dass sie dann zu schnell anfangen, sich zu häuten, sogenannte Schockhäutung, wenn eigentlich der ganze Organismus noch nicht darauf vorbereitet ist. Und wenn die sich dann zu früh häuten, weil die einfach zu schnell gewachsen sind, dann kommt der ganze Organismus nachher in Ungleichgewicht, dann sind die anfälliger für Krankheiten, sind viel weicher, die Körper und so. Also das kann dann auch direkt zum Tod der Garnele führen. Ist jetzt ein Extremfall, kommt zum Glück nicht so oft vor, gerade bei Neocaridina wieder sehr unwahrscheinlich. Dennoch will ich es erwähnt haben, denn die Gefahr besteht natürlich. Abgesehen davon ist für das ganze Becken eine Gefahr vorhanden, denn je mehr gefüttert wird, desto mehr Mulm sammelt sich an, desto mehr mögliche Trübung, Algenbildung, alles mögliche, weil einfach mehr Nährstoffe da sind, die auch im Extremfall wiederum dazu führen können, dass sich wieder irgendwelche giftigen Substanzen bilden oder das Becken ganz umkippt, Sauerstoffmangel, Nitrite, Ammoniak, je nach Wasserparametern, also all solche Stichworte, das ist alles im Zusammenhang mit zu viel Futter im Prinzip eine große Gefahr. Ganz so extrem ist es zum Glück meistens nicht, aber auch wenn wir jetzt die ganz normale Fütterung anschauen, kann man über die Fütterung viel regeln. Dann kommt häufig die Frage, wie kriege ich das denn mit der Vermehrung hin? Ja, übers Futter. Wenn sehr viel Futter da ist, vermehren sich die Tiere natürlich schneller. Auch im Zusammenhang mit Schneckenplagen, irgendwelche anderen ungewollten Tiere im Becken, sei es jetzt Planarien, sei es irgendwelche kleine Majofauna im Becken, irgendwas wird sich vermehren, wenn zu viel Futter da ist. Ist ja vollkommen klar. Da, wo zu viel Energie ist, wird irgendwer sich darüber freuen und das Ganze auffressen und sich dann eben vermehren. Gleiches ist jetzt auch, wenn man sich überlegt, was ist denn gut für die Garnele? Ich habe ja gesagt, wenig gefütterte Tiere sind tendenziell gesünder. Wenn man sich jetzt das Ganze in der Natur anschaut, im Jahreszyklus quasi, also im Frühling, da fängt alles an zu wachsen, dann gibt es jede Menge Pollen, die auch ins Wasser reinfallen. Da ist natürlich perfekte Nahrung, das macht ja richtig, ne? Da sind die Süßigkeiten da. Über den Sommer hin gibt es dann immer mal wieder was, was dann da reinfällt, frische Blätter und so weiter. Zum Herbst hin auf einmal alles im Überfluss, jede Menge trockenes Laub. Das sagen wir ja auch immer, trockenes Laub, super Dauerfutter, denn das muss dann über den ganzen Winter halten. Dann fressen die nur Laub und natürlich das, was darauf wächst, aber bei geringerer Wassertemperatur wächst da nicht so super viel und die Garnelen fressen dann hauptsächlich Laub.
und eben Biofilm, was sich so über den Sommer gebildet hat. Im Winter ist dann so ein bisschen Fastenzeit. Das könnt ihr natürlich genauso machen, wenn dann die Leute wieder sagen, oh nein, im Urlaub, ich kann doch meine Garnelen nicht irgendwie 3 Wochen alleine lassen. Warum denn nicht? Ist überhaupt kein Problem. Könnt ihr alternativ, wenn ihr da besonders viel Angst habt, vielleicht auch 1-2 Laubblätter reintun, dann haben die ein bisschen Langzeitfutter. Aber diese, ja, Futterklotz hatten wir auch schon mal, Ferienfutterklotz, können wir von abraten. Genauso wie irgendwelche, ich sag mal, unbedarften Aushilfsfütterer für die Ferien zu engagieren, die dann meistens mehr schaden können, als sie eigentlich helfen. Das ist im Prinzip auch schon das Fazit zu diesem Punkt. Wenig Futter ist immer vorteilhaft für die Tiere, auch wenn man sich dann denkt, ah, die armen Tiere, die sehen doch so hungrig aus und ich würde auch nicht so hungrig sein wollen. Glaubt mir, die Tiere sind darauf angepasst, mit wenig Futter klarzukommen und dadurch sind sie langfristig gesünder, vitaler und man hat eigentlich mehr Spaß mit den Tieren. Gut, dann fassen wir jetzt nochmal die Gefahren zusammen. Erste Gefahr seid ihr selbst, wenn ihr euch von schönen Bildern blenden lasst. Es geht darum natürlich, sich vorher zu informieren, bevor man sich irgendeine Tierart zulegt. Das ist bei Garnelen ganz genauso. Gefahr Nummer 2 sind die Wasserwerte. Insbesondere wenn ihr die schönste Garnele rausgesucht habt, ist die Gefahr groß, dass es vielleicht ganz spezielle Wasserwerte bedarf, um diese Art dauerhaft zu halten. Für Anfänger empfehlen wir immer Amano- oder Neocaridina-Garnelen, die bei fast allen im Leitungswasser, wie es bei euch vorhanden ist, glücklich werden. Die dritte Gefahr ist die Vergesellschaftung. Es versteht sich von selbst, dass man nur garnelenfreundliche Tiere vergesellschaften sollte, also mit den Garnelen, denn sonst werden sie gefressen. Und auch die Gefahr, die man vielleicht nicht so sieht, ist das Konkurrieren von verschiedenen Garnelenarten oder eben das Farblos werden. Die Gefahr, dass der schöne Farbstamm nicht mehr so farbecht bleibt. Entweder, weil die Fische immer schön die bunten wegfressen und quasi auf die farblosen selektiert wird, oder weil unbewusst Stämme zusammengehalten werden, die sich eben kreuzen und dafür sorgen, dass die schöne Farbe, die man eigentlich erhalten wollte, verloren geht. Die Gefahr Nummer 5 sind die Chemikalien. Und da muss man sich immer vor Augen halten, dass Garnelen keine Fische sind, auch andere Chemikalien für sie relevant sind. Insbesondere natürlich Kupfer und Pestizide, die den Garnelen gefährlich werden können. Die Gefahr Nummer 6 ist das Einsetzen. Da geht es darum, wenn möglich, die Tropfenmethode zu vermeiden oder sie eben so auszuführen, dass sichergestellt ist, dass sich die Garnelen nicht erschrecken und ganz gemütlich eingewöhnt werden können. Meistens ist da weniger mehr und wenn man es zu gut meint, dann schadet man den Tieren. Genauso wie beim letzten Punkt, die Gefahr Nummer 7, das Überfüttern. Da haben wir ja schon gesagt, dass es jede Menge Möglichkeiten gibt, wie zu viel Futter den Garnelen schaden kann. Insbesondere können wir empfehlen, die Garnelen möglichst sparsam zu füttern, der Vermehrung angepasst. Wer also mehr Garnelen haben möchte, kann ein bisschen mehr füttern. Wer weniger Garnelen haben möchte oder Angst vor irgendwelchen Schneckenplagen hat, der sollte so sparsam füttern, wie es irgendwie geht. Die Gefahr des Überfütterns ist deutlich größer, als dass eure Tiere verhungern. Ich meine, dass Garnelen in einem bepflanzten Becken verhungern, ist nahezu unmöglich. Damit solltet ihr nun vor den größten Fehlern der Zwerggarnelenhaltung gewarnt sein. Und falls ihr weitere Details wissen wollt, die einzelnen Videos, die wir angesprochen haben, haben wir unten drunter verlinkt. Auf unserem Kanal gibt es noch jede Menge weitere Videos, die hier und da mal die Themen anschneiden. Wenn ihr Wünsche habt, natürlich gerne in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt sagt, nee, da fehlt aber noch das Allerwichtigste oder ich habe Erfahrungen, die jetzt überhaupt gar nicht hier genannt wurden, schreibt das unbedingt in die Kommentare. Das interessiert uns sehr. Vielleicht haben wir den allerwichtigsten Punkt vergessen, wer weiß. In dem Sinne wünsche ich euch und euren Garnelen natürlich alles Gute. Bis zum nächsten Mal und ciao.